Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und ich spiele Hardcore Abschuss bestätigt in Ghosts auf der Map Tremor. Welche Waffe ich dabei hatte, keine Ahnung, hat auf jeden Fall geschossen, das Ding. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was, der spielt Ghosts? Ja, ich habe es nochmal versucht, aber irgendwie, das laggt bei mir andauernd. Ich kann auch nichts umstellen. Ich habe alles Mögliche schon versucht, irgendwie, dass sich das ändert. Aber Ghosts soll heute nicht das Thema sein. Nein, denn ja, ich möchte mal so ein bisschen davon erzählen, was so in Zukunft euch bei uns auf dem Kanal erwartet. Wir gehen ja immer mehr Richtung Battlefield 4. Das habt ihr ja schon bemerkt, ganz viele Videos. Und ja, ich muss ehrlich gestehen, das spiele ich mittlerweile viel, viel lieber als COD. Es wird natürlich, Pink Panda sagt, in Ghosts weiter gehen und auch suchen und verstecken. Die Maps werden alle noch mit suchen und verstecken durchgespielt. Aber eins nach dem anderen. Ja, die größte Überraschung für euch ist, es wird ein neuer Member von uns Videos auf dem Kanal produzieren. Dann sind wir zu dritt. Also ihr könnt ganz gespannt sein. Erstens, wer das ist und zweitens, was er macht. Na okay, also das kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten, was er machen wird. Er wird nämlich sich dem Thema COD annehmen. Denn das ist etwas, was er eigentlich recht gut kann. Und auch er wird mit euch ja, Community-Geschichten machen. Das heißt, mit euch zusammen halt spielen. Und ich denke mal, das ist ja das, was die Zuschauer von uns am meisten wollen, mit uns zusammen zocken. Und der Gute wird es denn, ja, wird denn genauso wie meine Wenigkeit irgendwelche Fun-Modis mit euch zusammenspielen. Der macht denn auch jetzt demnächst ein Vorstellungsvideo, also wird sich, so wie sich das gehört, bei euch vorstellen, dass ihr ihn kennenlernen könnt. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal in dem Video gesehen. Also er selber hat auch einen YouTube-Kanal, den er aber mehr oder weniger jetzt fast stilllegt. Also er wird dann noch alle paar Wochen mal ein Video bringen, genauso wie der Steve Pitty halt. Obwohl der Steve hat ja seinen Kanal schon sehr, sehr vernachlässigt. Aber die Leute wissen ja, wo er ist. Und wir werden auch in Zukunft alle Videos kennzeichnen, weil das wurde schon oft gefordert. Haben die Leute gesagt, hier, mach doch mal ein Zeichen da rein in das Thumbnail oder sonst was, damit wir sehen, von wem das Video ist. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen blödsinnig, weil eigentlich sieht man das so schon. Und zweitens ist es doch egal. Also ja, wenn ihr das Video, wenn ihr dann merkt irgendwie, okay, das ist jetzt vom Steve und ihr wollt es partout nicht sehen, dann kann man ja abschalten. Ja, dann kann man ja immer noch ein anderes Video gucken. Wir wollen auf jeden Fall den Kanal sehr abwechslungsreich gestalten, damit ihr ganz viele Möglichkeiten habt, Videos zu schauen, die euch denen gefallen. Und wie gehabt, ihr müsst ja nicht alle Videos gucken, guckt nur die, die euch gefallen und fertig ist. Ja? Ja, da möchte ich natürlich eure Meinung dazu hören, wie ihr das findet, dass immer mehr Member von uns Videos hochladen. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Diese Grafikfehler? Krass, ne? Obwohl ich eigentlich wirklich eine der besten Grafikkarten habe, die es so gibt und ein i7 und so weiter. Normalerweise müsste das auf höchster Qualität total flüssig laufen. Und ich habe hier schon die Grafik runtergeschraubt, weil es so übelst am Laggen war. Aber okay, ich wollte ja nicht über das Spiel sprechen. Ich habe zwar damals, wie es rauskam, habe ich gesagt, das ist Bullshit. Da habt ihr alle auf mich geschimpft. Mittlerweile haben alle Gaming-Redaktionen, die es so weltweit gibt, nein, weltweit nicht, aber in Deutschland halt, haben alle geschrieben irgendwie, ja, ne? Ghosts ist jetzt nicht unbedingt der Oberburner. Aber ich lasse mich immer wieder gerne verleiten, über das Spiel zu sprechen. Na gut, okay, also. Was wird noch in Zukunft passieren? Wir werden mit unserem Battlefield-Team werden wir mehr Videos produzieren. Dann wird noch was ganz, ganz Interessantes kommen. Und zwar eine Show. Ja, so kann man das sagen. Da wird denn einer gegen mich spielen. Und zwar, ihr kennt das doch von Stefan Raab, Schlag den Raab. Und das Ganze bei uns heißt natürlich Schlag den Pink Panther. Und wie gesagt, den Battlefield, weil da hat man die schönsten und besten Möglichkeiten.
Und da kann man dann auch was gewinnen. Das werden wir mit unseren Werbepartnern noch absprechen, mit welchem Werbepartner wir denn die Serie branden. Und sollte derjenige nicht gegen mich gewinnen, dann wird das genauso wie beim Stefan, wird das sozusagen einen Jackpot geben, der sich den erhöht. Und ja, da bin ich mal gespannt, weil ich bin ja nicht unbedingt der Oberpro in Battlefield. Also von daher hat man gute Chancen, da zu gewinnen. Und wir versuchen natürlich genauso, wie jetzt hier bei Pink Panther sagt, da haben wir ja einen Gesamtwert von 1200 Euro, werden wir versuchen, auch da einen richtig geilen Preis rauszuhauen. Mal gucken. Schauen wir mal. Also da steckt einiges drin. Genau. Und ich habe auch heute mit unserer Svenja gesprochen, Svenja Klein, die ja auch Musik für uns macht. Und da werden wir dann in dieser Pink Panther Dingestar-Show werden wir denn auch immer mal wieder ein schönes Lied von der Svenja, wenn sie denn eins gemacht hat, werden wir mit einfügen. Und später mal werden wir das Ganze auch live machen, also so eine richtige Samstagabendshow. Ja, da freue ich mich schon tierisch drauf. Und es haben auch ganz viele gefragt, wann ist denn nur die Millionärs Wahl, diese, ja, so für mich, also die Live-Show, die ist am 30. um 20 Uhr auf Pro7. Und danach, den Freitag, den 31. ist um 20.15 Uhr das Finale auf Sat1. Ja. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, ob das mit den Sendern stimmt, aber entweder Pro7 oder Sat1. Ihr könnt ja mal kurz durchswitchen. Ja, und da bitte ich euch natürlich dann auch für mich anzurufen. Und jetzt am Donnerstag, am 9. ist der Jan und von 61 Minuten Sex dran. Jan und Jana, so heißen sie. So, Entschuldigung. Genau, da sind die beiden dran. Am 9. jetzt direkt das erste Mal, am Donnerstag. Das müsste auch Pro7 sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, und da wäre es schön, wenn ihr die ein bisschen unterstützt und auch für die anrufen würdet. Aber da mache ich nochmal explizit ein Video zu. Wir sind am Ende des Ganzen, 23.11, nicht gut, aber egal. Okay, haut's drin. Tschüss.